Beste Grüße aus dem Europaparlament in Straßburg. Wir hatten viele Themen auf der Tagesordnung. Ein zentrales Thema war eine Verordnung zum Thema Roaming und Netzneutralität. Ich habe gegen diese Verordnung gestimmt. Es ist zwar gut, dass das Roaming abgeschafft werden soll, aber gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Aufweichung der Netzneutralität, das heißt, das freie und für alle gleich schnelle Internet nun Lücken bekommt, dass es hier zu einer Veränderung kommen kann. Und leider haben sich die Befürworter des Gesetzespakets damit nicht durchsetzen können. Und ich hoffe, dass die weitere Bearbeitung dieses Themas diese Frage durchaus doch noch einmal auch von der EU-Kommission aufgegriffen wird und es hier zu einer Veränderung kommt. Ein weiteres Thema war der Haushalt und das Thema der Flüchtlingspolitik. Das EU-Parlament hat den Haushalt abgelehnt, weil wir Parlamentarier eine Aufstockung von gut 4 Milliarden Euro durch die Mitgliedstaaten gefordert haben. Der Grund liegt in der Flüchtlingskrise. Wir brauchen mehr Geld, um die beschlossene Umsiedlung von 160.000 Menschen zu finanzieren und gleichzeitig auch die Integrationsleistungen dementsprechend angehen zu können. Ein inhaltlich wichtiger Punkt für mich als Menschenrechtspolitiker ist der Sacharow-Preis. Der Favorit Raif Badawi, ein saudi-arabischer Blogger, der zu 10 Jahren Haft und 1.000 Stockhieben verurteilt wurde, ist hier ganz klar als Favorit im Rennen. Und dass wir als Europaparlament hier Druck ausüben, das ist ein gutes Zeichen, dass dieser Sacharow-Preis gezielt erneut ein Menschenrechtler damit bekannt machen will. Ein zentrales außenpolitisches Thema, zu dem ich gesprochen habe, ging um Israel und Palästina. Ich unterstütze die Aktivitäten der EU-Beauftragten Federica Mogherini. Und sie setzt sich dafür ein, dass eine Deeskalation der Lage passiert und eine sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen im Rahmen des Oslo-Prozesses wieder eingesetzt wird. Das sind die zentralen Themen hier aus dem Europaparlament gewesen. Und ich freue mich, wenn Sie mich weiter begleiten bei meiner politischen Arbeit. Wenn Sie Fragen dazu haben, auch zum Thema Netzneutralität, schreiben Sie uns eine E-Mail oder laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein. Alles Gute aus Straßburg. Tschüss.